Okay. So, das nächste Projekt. Also ich bin ja persönlich Mac-Nutzer, aber alle, die einen Windows-Rechner haben, die wissen, wovon ich rede. Also das nächste Projekt heißt Project Social Connection von Emmy und Shiva. Und Emmys Rechner ist nach einem Komplettabsturz, musste sich erstmal wieder hochfahren und hat sich geweigert, weiterzuarbeiten, bevor nicht alle 27 Windows-App-Updates aktualisiert wurden. Und deswegen bin ich umso beeindruckter, dass die beiden trotzdem ihr Projekt so toll hinbekommen haben. Und worum das Projekt geht, das erklären sie sich am besten selber. Hi, ich bin Shiva und unser Projekt heißt Project Social Connection und dient dazu, ein sozialeres Hamburg zu erstellen. Das heißt, es gibt sehr viele Leute in Hamburg, die sich gerne sozial engagieren wollen, nur halt nicht genau wissen, wie. Und deswegen wollten wir eine Art Verzeichnis aufbauen, in der dann alle sozialen Projekte eingetragen sind und das so eingegliedert ist, dass man sich auf jeden Fall was raussuchen kann, was einen interessiert, um sich zu beteiligen. Dazu kann man dann aber auch noch selber Projekte erstellen. Also wenn man jetzt eine gute Idee hat, wie man Hamburg schöner, also verbessern möchte, dann kann man also hier... kann man so ein Formular ausfüllen, seine Idee angeben, sein Name, das dann posten und andere Leute können das dann halt angucken, kommentieren, ob sie mitmachen wollen und dass man so, wenn man eine einzelne Person hat, die eigentlich keine Reichweite hat, so an Reichweite gewinnt. Also die ursprüngliche Idee war natürlich, weil wir beide noch zur Schule gehen, zu sagen, ja, mit unseren Freunden hätten wir gern was Soziales gemacht. Und wenn man dann auf hamburg.de geht und versucht, was rauszusuchen, gibt es vielleicht 4 Einträge und dann von den 4 Einträgen gefällt dir einer so halb. Und da will man dann auch nicht wirklich irgendwie nach Rahlstedt fahren und dann da was Soziales zu machen, wenn man eigentlich in Eimsbüttel wohnt. Und dass dann man mit seinen Freunden zusammen ein Projekt erstellt und sagt, ja, wir wollen Flüchtlinge integrieren und mit Jugendlichen unseren Alters irgendwie versuchen, denen zu zeigen, was in Hamburg so los ist und wie Jugendliche auch tagsüber ihre Zeit verbringen, wenn sie gerade nicht zur Schule gehen. Und dass man so halt nicht nur mit der Schulklasse was unternimmt, sondern mit Jugendlichen aus ganz Hamburg praktisch sich verbinden kann, um ein sozialeres Umfeld zu schaffen. Genau, und wir haben jetzt zuerst nur das Frontend programmiert bekommen. Also es funktioniert noch nicht, wenn man dieses Formular dann abschickt. Wir haben das mit HTML, CSS und JSV gemacht, also JSF. Also wir werden dann aber noch weitermachen, dass wir das halt auch mit den Datenbanken machen, dass man es wirklich dann nachlesen kann. Da sind wir auch gerade dabei, aber also mein Computer ist abgestürzt und wir hatten halt nicht so viel Zeit deswegen. Und bei dem Design, da wollen wir halt auch noch ein bisschen was ändern, also es ist jetzt auch noch nicht so wirklich fertig designt. Wir wollen noch ein Thumbnail und vielleicht noch ein Header reinmachen. Wir haben für unser Projekt auch schon ein Logo designt. Also wir haben mehrere gemacht, aber einen kleinen Favoriten. Das ist der Favorit, genau. Wir hatten auch vorher erst einen anderen Namen, der kürzer und knackiger war, aber der ist schon vergeben. Das ist uns aber erst nach 10 Stunden Arbeit oder so aufgefallen. Deshalb mussten wir es dann ändern und waren eigentlich auch nicht unbedingt zufrieden mit dem Namen, aber es ist in Ordnung. Super. Gibt es Fragen? Sonst machen wir weiter. Ganz eng getaktet. Vielen Dank, ihr Lieben.